Das muss mein Glückstag sein. Ich habe nämlich Sauerkirschnektar im Kühlschrank gefunden. Den habe ich eigentlich für Koji gekauft, weil ich seinen Orangensaft getrunken habe, als ich letztens einen Kater hatte. Ich habe sogar eine alte Banane gefunden. Die sieht für mich doch ziemlich genießbar aus. Ich glaube, die Banane war nicht mehr so gut. Boah, ey. Kennt ihr das, wenn euer Magen richtig rebelliert? Digga, so ein Scheiß. Kennt ihr das? Wenn Leute etwas sagen, wenn die Kamera aus ist, aber sobald die Kamera an ist, sind sie richtig schüchtern. Wenn die Kamera aus ist, oh ja, ich hier, Kameras an. Ja? Wie geht's? Wie meint er? Gut. Wen meine ich wohl? Wen meine ich wohl? Ja. Also merkt euch, ohne Kamera ist mehr Dilmas ein anderer Mensch, mit Kamera ist er ein anderer Mensch. Bäh, das wollte ich nicht sagen, wollte ich nicht ausdrücken. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was ist denn, da kommt gerade, worum geht es denn? Ich sage, ich bin authentisch, ja? Ich bin true. Ich bin mit Kamera und ohne Kamera genau der gleiche. Du, mein Freund. Ja, du redest Hälfte des Tages Arabisch. Redet du Arabisch jetzt, redet du einen auch so, weißt du, ich, weißt du, so seine Steigbügel 90 Grad Stellung, ja? In die Kamera und haut so noch ein paar Anglizismen raus noch. Mhm. Richtig krass Deutsch. Fremdwörter. Ja. Ja, aber Digga, das ist diese gewisse Vorbildung, diese gewisse Eloquenz, die du einfach nicht hast. Guck mal, Platzwart, stimmt mir zu. Genau. Siehst du? Seppau, Digga! Bitte bilde einen Satz im Dativ. Cristiano Ronaldo. Richtig, Spaß. Der Dativ ist von seinem Vater sein Kositiv. Kositiv. Okay, ey, aber Micha, es ruhig so, weil er leider nicht kann, wa? Micha hat jetzt angefangen mit Jura. Also Micha studiert, wir haben ja einen echten, waschechten Jurastudenten. Von daher... Im ersten Semester. Ich muss gleich relativieren. Ich muss was mit Jura fragen. Mit Dativ aber. Mit Dativ? Ja. Okay, Dativ. Bitte erklär den Dativ. Jura können nur Konjunktiv. Okay, dann erklär den Konjunktiv. Du hast einen Fall, den du prüfen musst und stellst die Frage im Konjunktiv. Das heißt, sagen wir mal, Täter A könnte, was heißt Täter, Opfer könnte den Täter A verklagen aufgrund des Artikels bla bla bla. Klingt schlau, aber schneidet sowieso raus. Er hat das gerade so erklärt, jemand, der das nicht versteht, nicht mal weiß, würde denken, er hat Recht. Obwohl er vielleicht auch gar nicht Recht hat. Weil er hat das gerade so authentisch rübergebracht. Das stimmt. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo man hart flexen kann durch Eloquenz, obwohl man kein Recht hat? Digga, mein Kopf. Was? Hast du noch ein anderes Beispiel, wo man sich rausschlawinern kann durch eine gute Wortwahl, obwohl man kein Recht hat? Also einfach quasi flexen und einfach reden, ohne Recht zu haben und das, dass die Leute denken, dass du Recht hast. Du bleibst ernst und bleibst dabei. Reizt alles ab. Ja. Wie bei den Bullen immer, wenn die dich erwischen. Kennt ihr doch. Genau. Wollen wir es mal probieren? Wollen wir es mal probieren? Wettbewerb, wer kann am besten Scheiße reden? Okay, letztes Mal, als ich vom Heli gesprungen bin, weil der Pilot gestorben ist, bin ich auf meinen Füßen gelandet und bin weitergelaufen. Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass die Erdatmosphäre eigentlich gar nicht existiert. Es gibt nämlich das Gaußsche Gesetz, was 1917 erfunden worden ist, was besagt, dass rein physiologisch die Erdatmosphäre gar nicht... Scheiße! Ihr habt doch alle Jacken. Ihr kennt doch alle Jacken. Jacken hat ein Typ aus Amerika herausgefunden, so. Das ist von Michael Jackson gemacht worden. Okay, warte, einen hab ich noch. Die Tür ist 1970 patentiert worden als Dr. Tür aus der Türkei. Michael Jordan ist eigentlich kein richtiger Amerikaner, weil wie der Name Jordan schon sagt, kommt er aus Jordanien. Seppautiga! Ich muss auf jeden Fall mal eine Sache loswerden. Also Kanye West versteht sich auf jeden Fall darauf, Dinge zu verkaufen, die nichts Besonderes sind. Dieses T-Shirt kostet todesviel, finde ich jetzt vom Schnitt her nicht so geil,
Und das Design, ja gut, ist jetzt auch nichts so krass Besonderes. So was Ekliges. Kulti wollte sich gerade ein Ei machen. Seht ihr das? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ist gefroren. Gefroren? Ah! Haha, sieht aus wie versteinert. Ey, glaubst du, das schmeckt lecker? Hier, das werden wir sehen. So, Ei-Eis? Nein, jetzt schmilzt es ja. Bring es um. Seppautiga! Es ist mitten in der Woche, aber wir machen uns auf nach Potsdam, weil es ist wieder Spobi-Party. Das gilt so in Potsdam als eine der besten Partys überhaupt. Flo ist dabei, hat das Ganze angezettelt und diesmal sind wir mit Siju unterwegs. Guck mal, die wollen vordrängeln. Ja, ich spotte jeden, die wollen vordrängeln. Naja, die umarmen sich und jetzt wollen sie vordrängeln. Hier ist die Tür und die müsste sich eigentlich ganz hinten anstellen, aber jetzt wollen sie vordrängeln. Jetzt kriegt sie unten durch und jetzt ist sie vor uns. Siehst du, Chris, hast du das gesehen? Ich hab's genau gesehen, ich hab alles auf Video. Ja, ja, ja. Hast du auch alles auf Video? Ist ganz klar vorgedrängelt, oder? Zu dritt. Okay. Ganz klar. Ja, guck mal, die haben es auch gesehen. An die Polizei senden. Wir haben es inzwischen in die Garderobenschlange geschafft. Die ist ziemlich lang. Siju? Siju ist verschwunden. Wo ist Chris? Okay, also ich gebe zu, das war jetzt nicht so schlau. Ich habe jetzt alle verloren, die ich kenne. Und ich bin irgendwo alleine in Potsdam. Schaut euch mal um. Es sieht mies verlassen aus. Alles hier. Ich habe keine Ahnung, wo lang ich muss. Ich habe kein Internet mehr. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Die Tram fährt nach Babelsberg. Komplett falsche Richtung. Ich will nach Berlin zurück. Ich will einfach nach Berlin zurück. Ich habe sie wiedergefunden. Ich habe sie wiedergefunden. Aber wir müssen rennen. Oh, was? Was? Was ist da los? Er schläft. Er schläft. Sein Leben. Guck mal, wie er schläft. Wie ein Murmeltier. Nichts kann ihn aufwecken. Nicht die Regio, nicht die ruckeligen Schienen, nicht mal Koji. Nichts kann ihn aufwecken. Siju! Siju! Er stirbt! Oha! Die Party gestern war gut, aber ich konnte nicht so gut schlafen. Ich habe von Nicky Heaton geträumt. Nicky Heaton, oh mein Gott. I'm like, hey, what's up? Hello, see your pretty ass soon as you stepped in and talk. Sie kann zwar nicht so gut Gitarre spielen, aber wer muss schon Gitarre spielen, wenn man aussieht wie sie? Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Ich verrate euch ein Geheimnis über sie. Sie heißt eigentlich gar nicht Nikki. Ja? Jetzt passt auf. Sie heißt eigentlich Nicolette. Nicolette? Aber sie mag ihren Namen nicht, deswegen nennt sie sich Nikki. Und Nikki richtig komisch geschrieben. So N-I-Y-K-I-I-I. Also K-E-E. Todeskomisch. Scheißegal, absolute Traumfrau. Ich glaube, ich penne weiter und träume noch ein bisschen von ihr. Married to the money, introduced it to my stove. Showed her how to whip and now she remixed it for low. She my trap queen.